Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um den 1959er Dodge Custom Royale Lancer Open Convertible, also die Cabrio-Version in Blau. Das Ganze von Sunstar und aus der Platinum Collection. Ja Leute, zur Verpackung wieder ein ganz normaler Karton, ja, wie man das gewohnt ist. Die neue Version oder die neuere Version davon hat dieses typische Sichtfenster nicht mehr. Also man kann den Karton nicht mehr hier aufklappen und reingucken. Haben sie sich jetzt gespart. Die Bilder hinten von den einzelnen Details vom Auto sind noch vorhanden. Ja, die Farbe ist etwas anders, also früher waren es ja so blaue Kartons, jetzt ist es schwarz-gelb. Und ja, das Auto natürlich im Inneren im gewohnten Styropor. Und ich würde sagen, wir packen ihn mal aus. Ja, da ist er auch schon. Den ganzen Modellen liegt natürlich dieses kleine Heftchen dabei. Ihr kennt das sicherlich, ich hatte ja schon einige davon in meinen Videos. Und ja, da sind halt immer diese kleinen netten alten Bildchen drin und ein bisschen Text und ja, alte Aufnahmen und so ein paar Ausstattungsvarianten und Farbvarianten. Ja, alles sowas findet ihr eben hier drin. Ja, kleine technische Zeichnungen und. Ist immer so ein nettes kleines Feature. Gefällt mir, liegt allen Autos bei. So, nun zum Modell selber. Also, ihr seht schon, wieder ein sehr großes Modell. Ja, typisch amerikanisch. Ja, schönes Cabrio, schöne Farbe, schöne Two-Tone-Lackierung. Und ja, sieht natürlich wieder extrem klasse aus. Ja. Zur Front, natürlich wieder schön alles voller Chrom, wie ich das so mag. Ja, typische 15 Jahre Autos. Haube lässt sich natürlich öffnen, ja, ihr seht schon. Wieder ein extrem hochwertig und detailreicher Motor. Ja, Batterie, Kabel, Schläuche, alles dabei. Kleine Aufkleber, kleine Schriftzüge auf den Luftfiltern. Ja, extrem super. Auch wieder sehr hochwertig die typischen Haubenscharniere, die ich so mag. Ja, hier ein bisschen größer ausgefallen. Ist wahrscheinlich beim Original auch so. Gefällt mir sehr. Ja. Interieur natürlich auch sehr hochwertig, detailreich, alles in Blau. Ja, hier mit den kleinen Läden und so, die man alle so ein bisschen bewegen kann und umklappen kann. Alles schon ziemlich gut gelöst. Ja, klappbare Sitze, alles vorhanden. Die Türen gehen natürlich auch auf. Ja, ihr seht schon, schöne kleine Door Panels. Ja, auch alles in dem typischen Blau-Weiß gehalten. Schwarzer Teppich. Wunderschön. Ja, typisch große Räder, wie sich das für so einen alten Dodge hier hört. Ja, drehbar sind sie natürlich, lenkbar auch. Und gefedert sind sie leider nicht, aber das geht schon in Ordnung. Ja, Kofferraum geht natürlich auch zu öffnen. Ja, dort ist wieder so ein typisches samtartiges schwarzes Teppichzeugs drin. Ein Ersatzrad natürlich, hinter dem Ersatzrad der kleine Wagenheber. Dort das Röhrchen vom Einfüllstützen, das direkt in den Tank führt. Wunderbar gelöst. Ja. Die schönen Auspuffe, ja, Heckstoßstange auch alles schön verchromt, alles auch sehr fest, also nichts irgendwie locker oder so, passt super. Hier auch die kleinen Schriftzüge, ja, was bei dem Modell natürlich sehr gut ist. Ich hatte ja euch schon mal den Mercury gezeigt aus der ersten Reihe der Platinum Collection, und das hatte, oder dieses Modell hatte immer über diesen Emblemen oder Schriftzügen so eine kleine Folie,
ja, von der ich nicht wusste, ob man sie nun abmachen soll oder nicht. Jedenfalls immer, wenn ich sie versucht habe abzumachen, kamen diese kleinen Buchstaben mit hinterher. Und das war natürlich nicht so cool. Und das hat dieses Modell zum Glück nicht mehr. Also es hat sonst auch schon gut verbessert, sage ich mal. Ja. So, dann ist es natürlich ein Cabrio. Hier natürlich das Verdeck drunter. Das ist natürlich ziemlich fest und schwarz ist, Quatsch, schwarz, blau, ja, so gummiartig. Also es ist leicht beweglich. Ist eben so naja, Abdeckung vom Verdeck, sage ich mal so. Ja. Zur Farbwahl ist natürlich auch extrem cool. Ja, das Blau hier, das Helle, ist so ein, ja, so ein einfacher Acryllack, sage ich mal, so typischer Acrylton. Und dieses dunklere Blau ist so Metallic Blau. Also sieht schon extrem cool aus. Ja. Vom Finish her, der Lack glänzt natürlich wieder absolut wahnsinnig. Ja, wie ich das so gewohnt bin bei den Dingern. Ja, also das ist schon ziemlich hochwertig, was Sunstar da produziert hat. Ist auch eins, also von den 50er Jahre Ami-Schlitten aus der Platinum-Kollektion ist das natürlich mit das teuerste. Warum auch immer. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal noch eine Hardtop-Version davon bekomme. Ich habe zurzeit nur zwei Cabrios, noch einen in schwarz-grau und den hier. Und ja, so ein Hardtop-Ding wäre natürlich noch das Sahnehäubchen. Ja. Bei den Scheibenwischern, muss ich sagen, haben sie hier wieder ein bisschen gespart. Ja, bei den Buicks und so, da waren die jetzt noch zum Anklappen. Also da war noch eine kleine Feder mit dran und man konnte die so hochklappen. Das geht hier nicht mehr. Hier sind sie nur noch leicht drehbar. Ja. Aber naja, kann man verschmerzen, sag ich mal so. Und an sich natürlich ein absolut wahnsinnig cooles Modell. Kann ich eben nur empfehlen. Leider natürlich auch ein bisschen teurer, aber naja. Wenn man so bedenkt, was mittlerweile alle Modelle so kosten, ist es noch vertretbar. So, im unteren Bereich natürlich auch sehr detailreich. Ja, ihr seht schon, die Auspuffe, ja, hier die ganze Vorderachse, alles ziemlich beweglich und gut dargestellt. In so einem leichten Goldton gehalten. Fetzt schon. Ja, okay, die Auspuffe. Ja, mit den Endrohren hier. Macht schon was her. Ja, im hinteren Bereich oben noch die kleinen Antennen. Ja, die sind eigentlich auch ziemlich fest. Also es ist wie so ein Plastiksockel mit einem, ich würde mal fast sagen, Metallstäbchen, also so eine Art Draht. Also es ist schon nicht so, dass man es angucken muss, dass es abbricht. Also ist schon alles ziemlich fest. Passt schon. Ja, Lenkrad dreht sich natürlich auch mit, wenn man die Räder bewegt. Ja, wunderbar gelöst. Und an sich ein echt cooles Modell. Ja, ich werde euch natürlich am Ende wieder ein paar Detailbilder zeigen. Ihr kennt das ja schon. Und bis jetzt macht er echt keinen schlechten Eindruck. Wirklich super Ding. Ja, der Spalt hier vorne ist halt, nur weil die Haube ein bisschen, ja, stiepelt. Man muss das halt ein bisschen mehr reindrücken, dann passt das. Und ja, ich bin hochzufrieden. Sieht alles sehr hochwertig aus und bin froh über einen weiteren schönen alten Klassiker in meiner Sammlung. Ja, so viel zu dem Thema. Falls ihr natürlich wieder Fragen habt zu dem Modell, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, wie immer abonnieren nicht vergessen, um nichts Neues zu verpassen. Und ja, von meiner Seite soll es das schon mal gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den Bildern. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.